dieser kleine... Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Bitte. Ich will in so einer riesigen Testkammer, wo man gar nicht durchsieht. Ha, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Du bist ja nett. Das geht ja, glaube ich, auch so irgendwie. Hä? Was ist denn das jetzt nur gedacht? Warte mal, wie kommen wir denn darüber? Scheiße. Fertig jetzt. Okay. Wie kommen wir denn da jetzt oben hoch? Weil da müssen wir auf jeden Fall hoch. Geht doch. Kann man doch mal drauf machen. So. So. Und nochmal so. Jetzt da oben jetzt hoch. Vielleicht so. So. Erstmal mehr davon. So, dann müssen wir mal darüber jumpen. Beim nächsten Anlauf. Zack. Ich glaube, so müssen wir denn auch rüber, ne? Ja, voilà. Oh, und der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen, denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Ma. Zum Glück habe ich keinen Kaffee vorhin getrunken. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid.
denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus hier raus operieren. Aua. Kriegen wir denn das Wasser weg? Ist ja mal sinnvoll. Warte mal, dann machen wir mal hier was hin und hier machen wir noch ein bisschen Gülle. Ey! Sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Kommt nicht so schlimm. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Lol. Klappt das ja. Ah, passt sogar. Ich weiß wohl gar nicht, was ich hier mache, aber irgendwie passt das schon. Hier. You will be hurt. Co-workers. Lol. Haben wir noch irgendwo ein bisschen blaue Pampe über? Da unten. Ja, müsste passen. Sauber machen. Oh, ein guter Fang. Hat die wohl noch nicht. So. Sauber. So, wo könnten wir jetzt irgendetwas machen? Den stellen wir mal da drauf. So, nachdem wir den da drauf gestellt haben, müssen wir mal rückwärts denken. Erstmal da ein bisschen Pampe hin verteilen. Was ist denn jetzt hier der... Ach, da ist die blaue Pampe. Gib her. Alles, was du hast. So. Gelbe Portal mal überall hin. Mal wieder etwas höher gekommen, obwohl man das auch einfach so machen kann. Obwohl man das auch lassen kann. So. Muss man nochmal hinterher.
hätten wir fast geschafft. Ah ne, das ist eine Glasscheibe. So, dann machen wir mal ein bisschen blaue Gülle durch ein Portal. Dann machen wir was drauf, dann sollte der Würfel eigentlich hochspringen. Ja, genau. So. Meine Forschung geht nicht um das Warum, sondern um das Warum nicht. Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Na, warum nicht? Sonst macht's ja keinen Spaß. Sonst ja. Hätten wir eine Spezialtür erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut. Wenn wir sie achtkantig rausschmeißen. Ja, klar. Das Subjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du. Sachen packen. Durch die Tür. Rein ins Auto. Gute Fahrt. Ja, warum nicht, ne? Warum ich versuche, Portal in einem Stück aufzunehmen? Ja, warum nicht? Kann man doch mal machen. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Lebwohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Muss ich denn jetzt hier machen? Ah, da ist noch wieder eine Tür. Hast du mir gerade eine Schleuse? Ne, noch nicht. Gut. So, was? Pumpstation Beta. Wo gibt es denn hier ein paar Hebelchen? Okay, können wir schon mal eine Beschleunigung holen? Mit der Beschleunigung könnten wir rein theoretisch da oben hoch. Reicht nicht. Scheiße. Doof. Wo müssen wir denn da oben eigentlich, oder nicht? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Erstmal hier hoch. So, dann können wir wieder gucken. Ah, okay, passiert irgendwie. Pass. Aha, aha, stimmt soweit. Gut. Ach, jetzt ist die Tür offen. Ah, diese riesigen Level, ne? Sei gegrüßt, mein Freund. Hallo. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also. Hallo. Hallo. Du tötest doch gern, könntest auch. Dafür verhindere ich unseren Tod und lasse dich frei. Au, du stichst mich! Was soll denn
Oh Gott, Alan Reach. Noch ehe wir alle als Atom.